Es wird Zeit, dass der Khan stirbt. Und weiter geht's mit der Hauptmission. Servus, Freunde. Wo warst du so lange? Digga, ich musste gerade eine Nachricht überbringen. Wir waren besorgt. Ich dachte, sie hätten dich. Meine Nachricht zuzustellen war schwer. Kennt dein Onkel sie? Wird er mit uns den Khan besiegen? Hoffentlich. Aber wir können nicht abwarten. Der Wind wird stärker. Der Sturm wird morgen hier sein. Hast du die Belagerungswaffen? Genug für durchschlagenden Erfolg. Wir haben auch einige Deserteure aus der Armee deines Onkels, die dem Geist folgen wollen. Wir warten. Sag den anderen, wir greifen früh an. Ich richte es aus. Du solltest nach ihnen sehen. Sie wollen ihren Anführer hören. Endloser blauer Himmel. Es wird Zeit, Alter. Ich habe mir den großen Bogen besorgt. Dann kann ich ihm jetzt schon Springpfeile verteilen. Hauptsache, sprich mit Verbündeten. Fürst Sakai. Ist doch ein Verbündeter, oder? Norio, ich wusste, ihr würdet kommen. Wir kämpften so oft zusammen. Ich bin dabei. Morgen rächen wir euren Bruder und die Kriegsmönche eures Tempels. Na, ich habe die Mission gar nicht weitergemacht. Ich will nur unser Zuhause zurück. Ich habe eigentlich relativ viele Nebenmissionen nicht gemacht. Außer halt die, was mich jetzt stärker machen. Da steht optional und Sakai. Eigentlich muss ich mit ihm reden. Sakai! Sensei, was Neues über Tomoe? Solange ihre Bogenschützen in Toyotama bleiben, sind wir verwundbar. Wir müssen ihre Truppen besiegen. Naja, ich hab doch gerade mit dir geredet, Mann. Es ist gut, euren Bogen dabei zu haben, Sensei. Ich habe das mit Tomoe nicht vergessen. Wir werden den Khan besiegen. Dann bröckelt ihre Unterstützung wie alte Teeblätter. Ich schulde euch meine Dankbarkeit. Werdet nicht sentimental, Sakai. Jawohl. Sensei. Naja. Bereitet euch nun auf morgen vor. Ich bereite mich mein ganzes Leben vor. Ein Tag mehr bedeutet da nichts. Stimmt. Helft mir, mein Herr. Wer ist... Bin. Sicher, dass es vergiftet war? Oh no. Der andere Mann trank Augen. Ich dachte, stürzt es ab. Dann ging alles ganz schnell. Den Geruch. Jin. Hallo. Familie zwar noch nicht. Fackel einfach ab, Alter. Den Khan vorgehen. Er ermordete meinen Gemahl, hängte meine Söhne. Auch er soll sterben. Wir bringen ihn Gerechtigkeit. Danach setze ich meine Jagd fort. Und ich reite mit euch. Ruht euch aus. Morgen wird ein langer Tag. Oder ein sehr kurzer. Je nachdem, Alter. Ein Verbündeten haben wir, glaube ich, noch drin, oder? Das müsste Kenji sein, das bin enttäuscht. Da sind wir, mein Herr. Ihr seid gut gelaunt. Natürlich! Ich habe mir einige Gläser gute Laune gegönnt. Gönnt euch nicht zu viel, sonst verschlaft ihr den morgigen Tag. Scherz beiseite. Den morgigen Tag lasse ich mir nicht entgehen. Okay. Ich bin für Taka hier. Danke, Kenji. Für Taka, Alter. Ja, es ist sad, dass Taka gestorben ist, aber... Digga, einfach brutalste Grafikbox gerade. Wir sind schon weit gekommen, seit du mich aus Komoda herausgeschafft hast. Ja. Du warst so schwer, ich konnte dich kaum schleppen. Ich musste dich halb ausziehen, um vorwärts zu kommen. Ohne dich wäre ich nicht hier, Yuna. Tja. Ich kann dich nicht verlieren. Jetzt wird sentimental. Wir haben so viel durchgemacht.
so viele Menschen verloren. Ich kann es nicht. Ich muss den Kahn aufhalten. Küsschen aufs Nüsschen. Musst du nicht. Wir können mit einem Boot weit weg segeln, während dein Onkel seinen Samurai-Krieg kämpft. Willst du das wirklich? Nein. Nein. Sei hier. Wenn ich falle, versprich mir, weiterzukämpfen. Du bist ein Mistkerl, Jin Sakai. Ruh dich etwas aus. Noch nicht. Bleiben wir hier noch etwas sitzen. Jetzt geht's los. Jetzt. Hakte. Wohl auch nicht. Jawohl, geil. Grafikbox. Crazy, Alter. Versteht er jetzt wieso, aber egal. Es ist soweit. Wir müssen den Kahn vor seinem Angriff aufs Festland erledigen. Kenji, wie steht's um unsere Belagerungswaffen? Bereit, die Mongolenflotte unter Beschuss zu nehmen. Gut. Yuna gibt das Angriffssignal. Sobald das Feuer beginnt, stürmen die Mongolen eure Position und laufen direkt in unseren Hinterhalt. Der Sprengstoff ist platziert. Schützen sind auf den Dächern. Wir sind bei euch, Sakai. Danke. Euch allen. Jetzt geht's los. Jin, keine Spur von deinem Onkel. Der Sturm wartet nicht. Und wir auch nicht. Macht euch bereit für den Signalfall. Hat er schon die Watcher? Jetzt! Die Mongolen kommen. Wir mähen jeden nieder, der durchkommt. Die Stellung im Fischerdorf, okay. Das ist für meine Söhne! Gib hin, Asmasoko! Lass die nicht hinter uns! Die Geister. Irgendwas stimmt mit dem Bild gerade da. Also. Wie wenn es Motion Blur. Los, für die Masako. Ah, da sind jetzt aber zwei gestorben, ja. Oh, da haben wir einen großen. Brutalste Grafikbox gerade. Aber was jetzt besser wird. Da dürfte irgendwas nicht gepasst haben, keine Ahnung. Vielleicht die Farbe, keine Ahnung. Aber. Versammeln wir uns? Unser Plan ging auf.
Die Mongolen formieren sich neu. Wir werden ihnen keine Chance lassen. Norio führt unsere restlichen Truppen den Berg hinauf. Wir stoßen zu ihm und starten den Angriff. Okay. Vielleicht hat dieses erweiterte Sichtfeld, dass das ein Problem war. Keine Ahnung. Reise mit deinem Verbündeten treffen. Hey, Norio! Das Ende steht bevor. Heute wird der Khan sterben. Fürst Shimura ist nicht hier. Wir kämpfen allein. Wir starten einen Angriff auf das Haupttor. Lenken die Mongolen ab, während du hineinschleichst. Sie werden euch überrennen. Wir sind weit gekommen. Wir werden jetzt nicht umkehren. Das machen wir schon. Ihr seid die tapfersten Krieger, die ich je kannte. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Überlasst uns den Kampf. Worauf warten wir? Keine Gnade für die Mongolen! Kämpft! Wir kämpfen für Fürst Sakai. Für den Geist! Digga. Ich soll doch das infiltrieren, oder was? Seht da unten lang. Die wissen, glaube ich, nicht, dass ich komme. Ich muss auf ein Dach hinauf, das Lager ausspähen. Irgendwie den Khan finden. Da sind gleich ein paar, ne? Gehen wir oben rauf. Komm ich eigentlich auf dem Dach raus? Ja. Okay, das heißt, ich muss eh da oben rauf. Die wissen da nix. Was ist denn der gestorben? Ist er wirklich an Angst gestorben? What the fuck, Alter? Der Wachturm ist perfekt. Von da sieht man das ganze Lager. Alles klar, aber wie komme ich da rein? Hier irgendwie? Ah, es geht sich irgendwie nicht aus. Hoppala, da ist wer. Da ist doch wer. Das lief nicht so wie geplant, aber egal. Da sind wir. Khotun Khan. Er wartet drauf. Für Tsushima! Keine Gnade! Er ist gekommen, Alter. Zu dem Herrenhaus. Ja, gestorben sollte. Oh.
man da hoch? Das geht sich auf jeden Fall aus. Da sind aber drei. Kettenattentat kann ich, glaube ich, noch. Den kriegen wir. Alle Freunde. Kurz sehen, dass ich in die falsche Richtung laufe. Ich glaube, mein Feind in die Brust. Wir sind da. Hallo, Kotun Khan. Ich bin hier. Du Bastard. Es wird Zeit. All dieser Tod! Weil ihr und euer Onkel euch nicht ergeben wolltet! Ich bot euch Frieden und ihr wähltet Krieg! Jetzt wird euer Volk auf dem Festland. Ich weiß nicht, was das erzählt, als Barbar oder als Speerkämpfer, keine Ahnung. Ich werde diese Insel nie verlassen. Yep, jetzt gibt's auf die Schnauze. Die Bewohner von Tsushima rächen. Rache, der kleinliche Wunsch eines Kindes. Komm her, Mann. Ihr werdet Tsushima nie verlassen. So, wir sterben, Dicker. Ach Mist. Eure Legende verblasst schon. Ich habe keine zwei. Ich habe leider keine zwei Dinger da. Ich werde die Bewohner von Tsushima rächen. Rache, der Kleine. Ich finde es eigentlich traurig, dass man hier keine Hilfsmittel behalten kann. Ihr werdet Tsushima nie verlassen. What the fuck, Alter? Digga, steht halt einfach auf. Steht doch einfach auf, Mann.
Ihr seid schwach. Scheiß auf diese Superangriffe, Alter. Ich habe euch schon mal besiegt und ich tue es erneut. Ihr klingt besorgt. Oh. Ah, was ist jetzt? Was wird? Was? Ja. Feiger Move. Feiger Move. Zeit für den finalen Geist-Move, Alter. Ja, okay, dreh dich halt um. Da sind ein paar Leute. Schildträger. Amerikan. Verstehe ich mir das aber. Das ist. Das ist echt. Crazy, man. Junge, ich sehe sein Gesicht nicht mehr. Boom. Ah, jetzt. Mach zu! Tötet den Geist! Ah.
Verpiss dich, weiter raus. Was ist? Tötet mich und ein anderer wird nachkommen. An uns wird man sich erinnern. Auf ewig. Schneid den Kopf ab. Nein, ihr werdet vergessen. Wumm. Zack. Ja. Weg mit dem Köpfchen. Krass, Alter. Aber der Geist lebt noch. Er wird mal wieder von Yuna gerettet. Warum hat er eigentlich seine Maske verloren? Ich dachte, er will sie küssen. Naja, egal. Er hätte seine Chance nutzen können. Legendenerzähler. Der Khan ist tot, aber seine Armee ist noch hier. Unsere Heimat ist erst sicher, wenn sie vertrieben wurde. Wenn die Mongolen weg sind, was passiert dann? Ein neues Leben beginnt. Früher wusste ich, wie mein neues Leben aussehe. Jetzt weiß ich nicht mal, wer ich bin. Eine große Kriegerin, eine treue Freundin. Und eine Diebin. Das war einmal. Du entscheidest, was du morgen sein wirst. Stimmt. Lass uns ein bisschen schneller reiten, Freunde. Wir können nicht lange bleiben. Mein Onkel wird nach uns suchen. Nein, wird er nicht. Nach dem Kampf schickt er einen Boten. Mit einem Friedensangebot? Er will dich treffen. Am stillen Wasser unter dem rotblättrigen Baum. Der Omi-See. Als Kind hat er dort mit mir trainiert. Soll ich mitkommen? Nein. Ich muss alleine gehen. Er ist meine einzige Familie. Ich weiß. Wird wahrscheinlich seine Ehre beleidigen. Es tut noch weh, an Taka zu denken. Ja. Sein Haar, das immer nach Qualm roch. Sein leises Lachen. Wie er geschimpft hat, wenn ich zu viel trank. Mein Leben lang war ein Teil von mir. Und jetzt
bin ich allein. Du bist nicht allein. Du hast mich. Einen Geist. Du gehörst doch allen. Also sie hat mich erschaffen und jetzt will sie mich nicht, weil ich der Geist bin. Da leck mich doch am Arsch. Ja, der Kahn ist jetzt mal tot. Nur ein Punkt, Alter. Psch. Alter Verwalter, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir uns mit Fürst Shimura treffen.